So, wir kommen zum Foto von Markus. Und zwar hat mir Markus ein RAW geschickt von diesem Motorrad hier, welches gerade auf dem Hinterreifen fährt. Quasi ein Wheelie macht. Coole Fotografie. Vor allen Dingen, man sieht ja, er hat's, obwohl brauche ich gar nicht lange gucken. Ich gucke einfach in den Bildinformationen. Belichtungszeit 1/2000. 1/2000. Also ziemlich kurze Belichtungszeit. Das heißt natürlich, die Bewegung ist eingefroren, ja, und zwar alles. Und es sieht quasi aus, als wenn das Motorrad dort stehen würde und sich nicht bewegt. So, ich habe gerade ein paar Probleme hier. Ihr seht mein Ring of Death, ja, wie der sich dreht. So, mein Gott. Schlimmer Rechner. Ich muss mehr Einnahmen generieren, kann ich mir einen neuen Rechner kaufen. Das nur nebenbei. Egal. So, Motorrad steht, keine Bewegung ist zu sehen, Bild ist eingefroren. Perfekt. Markus hat auch keinen Mitzieher gemacht, ja. Er hat also nicht das Motorrad mit der Kamera verfolgt und dann fotografiert. Dann wäre nämlich der Hintergrund verschwommen. So ein Mitzieher wäre vielleicht in dem Falle besser gewesen, um die Dynamik etwas zu zeigen von dem Bild. Weil so ist es eingefroren. So kann man sich vorstellen, wie, ja, ich weiß es nicht. Könnte man sich, wenn es fertig ist, an die Wand hängen, irgendwo in einer Werkstatt oder sowas. Ja, das sieht cool aus. Als Mitzieher mit dem Hintergrund verschwommen, wäre es natürlich, ja, dann hätte ich die Dynamik noch ein bisschen rausgeholt und hätte gesehen, dass hier irgendwo eine Bewegung vorliegt in dem Bild. So, was habe ich jetzt gemacht? Ja, es ist schwierig. Es ist, also bei diesem Bild ist es sehr schwierig, finde ich, für mich. Denn es gibt mehrere Möglichkeiten, was man machen könnte. Es kommt jetzt immer darauf an, was man machen will, für was es nachher sein soll. Wie gesagt, es gibt eine Möglichkeit, das Ding in einen Motorradkalender zu packen, ja, oder in die Werkstatt aufzuhängen oder weiß ich was, in einer Tuner-Werkstatt irgendwo aufzuhängen. Da wäre dann vielleicht sowas hier nicht schlecht. Das ist jetzt auf die Schnelle gemacht, es ist ein bisschen bläulich alles, aber ich habe diesen Nachziehereffekt durch den Tiefpassfilter simuliert und die ganzen Sachen hier, die hier im Dunkeln liegen, die schwarz sind, die habe ich rausgeholt, die ganzen Strukturen. Das wäre jetzt, wenn es ausgedruckt wäre, das müsst ihr euch ausgedruckt vorstellen, beziehungsweise einfach mal ausdrucken und überprüfen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Farben sind immer ein bisschen rausgeholt, ja. Man sieht im Gegensatz zum Original, achtet immer auf den Himmel und das Gras, ist alles sehr platt. Ja, alles sehr, sehr strukturlos und sehr, ja, von den Farben her wirklich platt. Nicht wirklich gesättigt. So, und hier habe ich auf jeden Fall einen tollen Kontrast zum Gras hier. Zum Hintergrund und zum Himmel, der hier einmal in dem Orangen übergeht. Also von den Farben her gefällt mir das hier eigentlich ganz gut. So würde ich es eventuell machen. Was habe ich gemacht? Natürlich hat Darktable erstmal wieder ein paar Schritte vorgegeben und ich habe dann die Belichtung geändert. Wir gehen jetzt einfach mal alles Schritt für Schritt durch. Allein die Belichtung als Ganzes zu ändern, da seht ihr schon, es kommen ein paar Details hier vom Motorrad raus. Natürlich auch das Filmic-RGB-Modul wieder eingeschaltet und habe aber da am Schwarzregler ein bisschen gedreht, dass es nicht zu dunkel wird vom Kontrast. Mit dem Tiefpassfilter habe ich einfach dieses, ja, es ist ein gauscher Weichzeichner, der jetzt aber nicht bewegungsmäßig zu stark ist. Man kann das einstellen, welche Bewegung ich darstellen möchte, ob ich überhaupt eine Bewegung darstellen möchte, von links nach rechts oder von oben nach unten. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen. Hab dann noch zwei neue Module genommen für die Belichtung, um eben hier ein bisschen rauszuarbeiten. Schatten und Spitzlichter, mit denen kriege ich schon mal einiges hin, dass hier einiges von den Konturen geändert wird und Helligkeit gewinnt. Aber ihr müsst da aufpassen. Ich gehe jetzt mal, ich setze einfach mal alles zurück. Also Verlauf zurücksetzen. So. Wie gesagt, wenn wir die Belichtung etwas erhöhen,
Wir können die Belichtung auch so anpassen, dass es nur das Motorrad betrifft. Ich zeige euch jetzt Schatten und Spitzlichter. Mit den Schatten kann ich eben entweder was runtergehen wieder oder was hoch. Und ihr seht, dass es dann heller wird auf jeden Fall. Ja, und mit den Lichtern ganz genauso. Vor allen Dingen im Himmel sieht man es. Aber falls ihr übertreibt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Zum einen gibt es hier so einen leichten Rand um den Motorradfahrer. Ja, hier seht ihr es, diese Helligkeit da. Gibt es einen kleinen Rand. Und ihr seht den Pixelbrei. Das ist der Nachteil. Deswegen solltet ihr hier wirklich aufpassen, was ihr macht. Wie gesagt, den Tiefpassfilter kann man machen, muss man nicht machen. Ich zeige euch nochmal, wenn ich den einsetze. So, jetzt ist er überall. Also nehmen wir uns wieder eine parametrisch gezeichnete Maske. Und ich habe jetzt in dem Falle eben wieder eine Ellipse genommen. Einfach nur, so, machen wir sowas kleiner und legen sie direkt übers Motorrad. Und Polarität ändern. Jetzt ist außen das verschwommen. Jetzt können wir natürlich mit der Sättigung, und zwar bei der Farbbalance RGB, wieder ein bisschen arbeiten. Die globale Chrominanz. Und die Lichter und die Schatten ein bisschen höher setzen. Und dann die Farbsättigung global ein wenig. Die Lichter und die Schatten. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Lichter. Brillanz ist eigentlich okay. Vielleicht ein bisschen dunkler bei den Lichtern. Das ist so im, ja, im, wie heißt das Gegenteil von Morgengrauen? Na, Dämmerung. Ha, Dämmerung. Beispiel, ja. So wäre es jetzt zum Beispiel etwas farbenfroher. Und ich mache mal einen Snapshot. Das Original war hier. Beispiel, ja. Das ist also, wie gesagt, nur ein Beispiel. Man könnte natürlich auch die Sättigung nicht so stark machen, dass es einfach nur nicht so extrem ist. Und die Schatten und Spitzlichter nicht so extrem machen. Gehen nochmal zurück. So, und dann Filmic RGB-Modul einschalten. Und ein bisschen so. Jetzt sehen wir auch hier in der Hose zum Beispiel, dass es nicht zu pixelbreiig ist, ja. Ja, ist ein Beispiel. Also, wie gesagt, wenn man es ausdrucken würde auf einer Leinwand oder sowas, ja, und es würde irgendwo hängen in der Motorradwerkstatt oder sonstiges, ihr wisst, was ich meine, dann kommt das eigentlich schon ganz gut. Vor allen Dingen, wenn der Himmel so schön beleuchtet ist, und ich würde hier noch das Rot ein bisschen rausholen. Das sieht eigentlich ganz cool aus im Gegensatz zum Original. Man muss halt wissen, was man will. Ich denke mal, dass es original auch gegen Spätnachmittag aufgenommen worden ist, nicht gegen morgen, denke ich mal. Ich weiß es nicht, Markus. Aber auf jeden Fall ist es nicht tagsüber. Ne? Logisch. Und es ist sehr dunkel hier, sehr schwarz. Da müsste man vielleicht mit Masken noch so ein bisschen aufbereiten. Das könnte man auch machen, dass der Rest vom Hintergrund nicht so gut zu sehen ist, aber dafür, ja, die einzelnen Sachen hier, ja, Motorrad und der Motorradfahrer, ob man das jetzt mit Masken macht, ja, mit Pfaden oder sowas. Ich habe euch ja schon mal in einem Video gezeigt, wie man parametrische Masken benutzt. Das, ach, hier tut sich gar nichts mehr. So, jetzt, hier hängt alles.
So, jetzt nur mal als kleines Beispiel, ne, wie das aussehen würde. Man kann ja, wie gesagt, parametrisch alles einstellen. Ja, schwierig. Also das ist wirklich ein schwieriges Foto, wie ich finde. Weil ich eben nicht weiß, für was ich es nutzen würde. Also wenn jetzt jemand kommt, ich bringe das Beispiel jetzt nochmal, jemand kommt zu mir und sagt, hör mal, ich möchte gerne für meine Tuner-Werkstatt, möchte ich gern das Motorradbild hier haben. Ja, dann würde ich das natürlich schön hier mit den Farben, wie ich es eben gezeigt habe, so nach dem Motto, dass es ein bisschen, dass es auffällt an der Wand. Ja, es muss auffallen. Wenn ich jetzt meinen Nachbar fotografiere, wie er gerade Motorrad fährt, dann reicht ihm wahrscheinlich das Bild hier, logischerweise. So, also es kommt immer darauf an, wofür und was will ich mit diesem Bild erzählen. Aber ich denke mal, die Schritte dahin sind eigentlich selbsterklärend. Und ihr, wie gesagt, ihr müsst halt wissen, was ihr machen wollt. Ich weiß nicht, wie der Markus das gerne gehabt hätte. Kann er mal gerne in den Kommentaren schreiben. Aber ich würde es so in der Art machen, denke ich mal. Ja, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.